Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 9 von Transportfieber 2. Letztes Mal haben wir minimale Investitionen gemacht, ein paar Kutschen noch gekauft und hoffen, dass wir das mit den Finanzen hier irgendwie schaffen. Sind jetzt hier bei 64, die Züge fahren, der ist auf halbem Weg nach hier unten, nee, noch nicht mal. Ja, es wird alles ein bisschen knapp. Wir müssen gucken, dass wir da irgendwie über die Runden kommen. Es wird schwierig. Ist das schon die Kutsche, die hier... Ja, das ist die Kutsche für Linie 7, die ist schon so ein klein bisschen vorangefahren, aber so wirklich noch nicht weit, ne? Also es wird ein ganz knappes Ding, denke ich, dass wir finanziell uns das irgendwie leisten können, wie es hier vorangeht. Ich sag mal, nach dem Intro gucken wir da weiter. Bis gleich. Ja, Warnung, verlassene Industrie. Das wird jetzt wahrscheinlich noch öfter kommen, weil wir überhaupt nicht alles bedienen. Und es liegt einfach daran, dass wir gucken, dass wir finanziell irgendwie überhaupt dahin zu kommen haben. Ne? Wie sieht's denn hier aus? Also das ist eine positive Geschichte. Das ist eine positive Geschichte. Hier ist auch noch einer. Die ist negativ. Das ist komisch. Was ist hier? Das ist eine normale Kutsche. Die fährt plus. Das ist gut. Aber wahrscheinlich muss der erst abliefern, dass er plus wird, ne? Das könnte natürlich sein. Ich hoffe, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Wir müssen immer noch überlegen, dass wir die Waren, die wir hier hin und her fahren, vielleicht die Dingens hier, sag schon, die leeren Straßenfahrzeuge auf dem Rückweg nochmal voll haben für weitere Reisen, ne? Aber das ist, ja, wenn wir jetzt hier irgendwo was bauen, einen Bahnhof oder eine Haltestation oder sowas, die ist relativ teuer. Das ist schwierig, das zu schaffen, denke ich. Wir müssten sicherlich was tun, um da weiterzukommen, aber schwierig, schwierig, schwierig. Jetzt sind wir hier wieder im Minus, ne? Und jetzt kommt mal gerade kein Zug gerade an, oder? Nicht wirklich. Wir können noch mal einmal 500.000 aufnehmen, Darlehen, aber so ein Darlehen kostet uns Zinsen, wie wir sehen. 94.000, ne? Ist auch nicht günstig. Hier fährt gerade eine Kutsche, die macht auch Plus. Das ist okay soweit. Der ist voll, ne? Ja, der ist voll. Ist der denn da hinten auch voll? Ich glaube ja, ne? Ja, der ist auch voll. Der quält sich gerade den Berg hoch. Ja, das ist das Nächste. Das ist, ja. Eigentlich müssten wir stärkere Züge haben und besser mit der Linie klarkommen, aber irgendwie klappt das nicht so, ne? Hatten wir hier rechts nicht noch Kutschen, die fahren? Ja, ne? Da können wir auch noch mal hinterher gucken. Klar, hatten wir hier. Hier haben wir doch die Kutsche und wir haben die einen Weg nach da hinten fahren lassen. Da ist eine rote Linie, das heißt, das ist die 2 hier. Oh, die fällt aber miese ein, ne? Das ist die. 15, 14 Jahre alte Fahrzeuge. Cargo 6. Linie 7, das ist doch die Güterlinie, die fährt auch minus ein. Also hier. Das Blaue sind die Einnahmen und das Rote sind die Ausgaben. Wir haben mehr Ausgaben hier wie Einnahmen. Also eigentlich können wir diese Linie abschaffen, ne? Das taucht ja gar nicht. Die kosten zu viel Geld. Auf der Linie 5 sind 10 Fahrzeuge. Da geht es auch ein bisschen voran, ne? Jetzt sind wir gerade 38.000 plus. Ist ein Zug angekommen? Nee, ne? Noch nicht, oder? Doch. Der Zug ist hier gerade angekommen, ist auch schon wieder voll. Der kann schon wieder weiterfahren. Und der andere müsste jetzt gleich auch ankommen. Ja, der kämpft sich gerade den Berg noch ein bisschen hoch. Also so schlecht sieht es gerade nicht aus. Das ist hier Linie 7, die Pferdekutsche, genau. Ach man, wir müssten eigentlich viel, viel mehr Geld investieren können, ne? Aber das geht halt gerade nicht. Oder wir nehmen doch die 500.000 in der Hand und bedienen die hier noch, ne? Maschinenfabrik von hier aus. Aber da müssen wir hier ganz rumfahren. Das dauert ewig, bis die Kutschen da sind. Lohnt sich das? Der kurze Weg ist hier lang, aber das können wir nicht finanzieren mit der sag schon, Straße. Dass wir die selber bauen, das wäre zu teuer.
So, er fährt jetzt wieder weg und hat voll geladen. Hier kommt er gleich an, oder? Ist er schon? Er ist schon angekommen. Wir haben schon die 194.000 auf Uhr stehen hier unten. Und er fährt zurück, ja. Hier die Kutsche, die macht gut Geld gerade. Ja. Wie machen wir weiter? Das ist die Frage. Hier ist ein Bauernhofabnehmer. Aber da müsste ich wieder ein Dingens bauen. Hier so eine, sag schon, Haltestelle. Gebäude. Güter, Gebäude. Hier, ne? Große LKW-Station. Kostet 80.000. Und wer kriegt das alles? Abnehmer sind Gladbeck Lebensmittel und Leitzkau Lebensmittel. Wo ist das denn? Keine Ahnung. Auf der anderen Seite von der Karte wahrscheinlich, ne? Ja. Also das kannst du schon mal knicken. Und Leitzkau Lebensmittelfabrik, oh, die ist hier. Die wäre jetzt nicht so weit weg, ne? Das wäre von hier nach da runterfahren. Die würden dann da Brot draus machen, ne? Aber wir müssten zwei Stationen haben dann wieder. Da würdest du zwei Getreide hinliefern und die würden, ja. Haben wir denn hier bei denen noch einen anderen Ablieferanten? Hallendorf ist da. Verlingen ist der. Giesenhorst ist wahrscheinlich weit weg. Hülkamp ist auch wahrscheinlich nicht um die Ecke. Leitzkau ist. Leitzkau ist nicht so weit weg, ne? Das wäre von da nach da fahren. Das wären 160.000. Und dann noch abliefern. Wo ist Bofzen? Ah, ist auch zu weit weg. Rückkamp ist ja noch weiter weg. Ja, das ist jetzt eine Frage, ne? Kannst du das investieren? Das ist hier das Teuerste an der ganzen Geschichte. 80.000 Erhalt, 160.000 plus noch eine Kutsche, wahrscheinlich auch nochmal 30.000. Ich glaube, das können wir nicht machen. Die Kutsche ist da, der Zug ist da, wir sind noch gerade im Plus. Der Zug ist hier, fährt mit 24 Passagieren dahin, das geht. Ja, hier haben wir Holz ohne Ende liegen, 237 Balken da. Die werden hier lang gefahren. Der hat 0, mit 5860 ist er ganz gut im Kurs. Da ist auch Plus. Und der wird eigentlich auch plus. Aber hier sind wir nur mit 24.000 Miesen unterwegs. Ein zweiter Zug wird wahrscheinlich zu teuer sein, ne? Borsig. Ach, da oben ist die 45 km/h. Man könnte diese Güter, die hier sind, natürlich da verladen und dann da runterfahren, ne? Dass die hinkommen, aber nee. Auch zu teuer, alles zu teuer. Da kommt der Zug auf jeden Fall gerade an. Wir sind noch bei 50.000 plus. Ah, der bringt uns einiges an Geld gerade vorbei, denke ich. So, der hält jetzt an. Wir sind fast bei 0. Ja, 140.000 machte der gerade. Ausgestiegen sind sie und steigen gerade alle ein und es ist auch voll. Sehr gut. Der andere ist wo? Da unten.
Ja. Also hier ist natürlich eine schlechte Stelle für, sag schon, loslegende, wo die hinfahren, ne? Aber was willst du machen? Kannst du auch nicht ändern. Wir haben das schon dahin gebaut, das ist schon teuer genug gewesen. Da stehen vier, hier steht einer. Linie 3 kostet bestimmt auch viel zu viel Geld, ne? Obwohl, macht tatsächlich mit $32 hier noch was plus. Ja, 8.000. Linie 7 macht hier gerade 13.000. Vorhin stand die doch mal im Minus, ne? Linie 8, wofür? Achso, das ist die Einzelkutsche. So, die ist hier und ich muss dahin, alles klar. Ja, das ist die Kutsche, die jetzt von Bofzen nach Neue Straße fährt, ne? Und warte mal, hier drinnen fährt ja nur einer durch die Gegend, ne? Linie 2 steht einer. Steht einer. Ich glaube, da steht überall nur einer. Das heißt, hier sind doch zwei Fahrzeuge drauf auf der Linie, oder? Das sind Haltestellen. Ne, das will ich nicht. Ich will jetzt eigentlich Fahrzeuge sehen. Da, zwei Stück. Der hat gerade geladen, das ist schlecht. Warte, er kommt an der Haltestelle an. Wenn da keiner eingeladen ist, dann kommt er auf Linie 8. Steigt aus und es steigt keiner ein. Fahr mal schnell weiter, Junge. Steigt da noch einer ein? Nee. Das bedeutet, dieses Fahrzeug. Fahrzeug Linie 8 zuordnen. Fertig. Das ist Linie 2, das möchte ich gar nicht mehr. Ich möchte jetzt Linie 8 sehen. Ja, da habe ich schon gesehen. Wo ist er? Hier, wo fährt er hin? Fährt zur Birkenstraße, das ist verkehrt. Nee. Nee, 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 du musst jetzt erstmal wenden. Fährt jetzt zur neuen Straße, ne? Das ist hier, das ist gut. Weil da stehen ja die neuen Leute, die da hin wollen. Das passt dann erstmal. Ich hoffe, diese Optimierung funktioniert dann einigermaßen, ne? So, Geld 164.000. Das sieht eigentlich gut aus. Der Zug ist hier und der andere ist da. Okay, der ist auch schon angekommen gewesen. Linie 3 fahren jetzt zwei. Wahrscheinlich doch, macht noch plus minimal. Zwei Kutschen passt vielleicht noch, ne? Hier sind wir natürlich am besten mit den 10 Fahrzeugen da drauf. Oder wie viel sind das? Alle 48 Sekunden kommt da einer an, ne? Hier sind wir auf 19 runter. Vielleicht ist das auch wichtig mit der Zeit, aber ja, 17 Minuten, 12 Minuten, die haben ja auch längere Strecke zu fahren, die beiden Züge. Hier sind es 11 Minuten auf Linie 2, aber die hat es ja auch nicht gebracht. Da ist nur ein Fahrzeug durch, das passt. Da haben wir eins runtergenommen. Ja, es kommt so ein bisschen was zusammen hier, ne? Vielleicht spielen wir jetzt mal gerade ein paar Runden schneller, ein bisschen schneller gerade. 178. Wo ist der Zug hier? Da. 178. Und dann nur 78. Jetzt 80, 41, 33. Jetzt kommt der hier an. Und dann sind wir sind nicht ins Minus gegangen diesmal schon mal. Das ist schon mal gut, ne? Und wieder 171 plus. Steigen da auch genug ein, das ist die Frage.
Ja, sieht auch wieder voll aus, sehr gut. Wo ist jetzt hier die Kutsche für den? Der, ja, genau. Und der andere Zug ist wo? Der kriegt hier den Berg hoch. Ja. Schneller laufen lassen, bringt's gerade nur. Irgendwie müssen wir das schaffen, oder? Und dann müssen wir investieren, hat alles keinen Sinn. Hunderttausend, 92, 505.000, obwohl kein Zug angekommen ist gerade. Ordentlich abgerechnet gerade, wa? 67. Wo ist denn der andere Zug? Da. Jetzt nur noch 28. Jetzt ist wieder eine Runde, wo es teuer wird, wo wir wahrscheinlich in die roten Zahlen wieder gehen werden, ne? Ja. Können hier beide anhalten? Ich hoffe es, ne? Sind wieder in roten Zahlen. So, da kommt der eine und der andere auch gleichzeitig. Na super, das hat ja geklappt. Okay, Ausweichsgleis ist zwar da, aber mehr auch nicht, ne? Naja, aber 134 läuft. Und der ist voll auf jeden Fall wieder. Das ist schon mal gut. Und der andere hat abgeliefert. 225 sind wir jetzt. Ja. Was machen wir jetzt? Wir könnten noch gucken, wo das Holz abgeliefert wird. Abnehmer. Da sind wir ja, ist klar. Wo ist das? Zu weit weg. Kittmers Mühle ist hier unten am Wasser, ne? Nee, auch das ist auch noch wieder hier hinten rum noch. Das ist noch schlechter. Da ist eine Brücke, aber da kommen wir auch nicht rüber. Und Gießenhorst ist da, bringt uns also auch nichts. Ich hatte die Hoffnung, dass das klappt, aber das ist auch nichts. Dann hätten wir noch die Möglichkeit, hier zu schauen, wo das hin muss. Abnehmer. Fellinghaus Maschinenfabrik ist da rumfahren. Andere Seite von der Karte. Winnen und Bofzen. Also hier gibt es auch noch einen Weg rum, ne? Das bringt es auch nicht. Hier muss der Weg lang. Aber den können wir uns nicht leisten, denke ich. Ist einfach zu teuer derzeit. Sind wir wieder bei Minus? Warnung, verlassene Industrie. Zug ist hier unten angekommen. Wir haben 270.000. So viel habe ich noch nie gesehen. Ist der andere da auch schon angekommen? Ja, der war auch angekommen. Okay, ich glaube, wir sind hier aus dem Ärgsten eigentlich raus, schätze ich mal, ne? Jetzt müssen wir nur gucken. Hier fährt jetzt einer mehr, ne? Vielleicht ist das auch gerade schon die neue Kutsche. Leitzgau. Vielleicht sollten wir eine Kutsche von da nach da unten fahren lassen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, weil die Haltestellen sind da. Oder nicht mehr, nicht nur eine, sondern vielleicht noch mehr. Wir können das mal machen. Passagiere, Postkutsche. Kaufen. Und dann müssen wir eine neue Linie für machen. Neue Linie. Die fährt da lang, da lang. Das heißt. Ja, wahrscheinlich am besten von da, ne? Ja, machen wir von da. Und die fährt dann hier runter. Nach. Ja, die muss hier über der Brücke, ne?
Ob der Weg dahin führt, ist eine nächste Frage, ne? Wo geht die Straße lang? Uff. Okay, dann nimm den Amselweg wieder raus, glaube. Ja, den Amselweg löschen wir wieder raus. Das macht keinen Sinn, sondern wir fahren dann nach hier. Und fahren dann wieder zurück. Das macht dann mehr Sinn. Aber die kommt dann auch hier lang. Das heißt, wir nehmen das nochmal raus. Warte, der fährt dann. Warte, was? Wo fährt der lang? Da lang? Dann kannst du sie auch sein lassen, weil. Ich hätte gedacht, die von der hier hin kann man auch da fahren, aber das ist ja gar nicht so. Dann bringt uns das nicht weiter. Dann kannst du den löschen. Das macht keinen Sinn dann. Sondern dann machen wir den hier und fahren dann hier hin. Na, die Kutsche geht da lang, da lang, da lang. Hier können wir mal irgendwann einen Halt bauen, dann geht das vielleicht auch noch und fährt nach da. Station Fasten. Ja. So, und jetzt muss ich nur gucken. Neue Linienstation, Klick hier, ist auch gut. Ist das jetzt fertig dann? Ich glaube schon, ne? Jetzt ist nur die Frage, ob der da schon drauf fährt. Wahrscheinlich noch nicht, weil ich den noch nicht ausgewählt habe, oder? Oh, Linie 9, doch, ist schon eine Kutsche drauf. Die fährt da irgendwo lang jetzt. Ist wahrscheinlich diese hier, oder? Ne, die ist nicht. Die ist es. Ja. Schauen wir mal, ob wir Linie 9 bedienen können, die da vielleicht auch noch ein bisschen Geld bringt. Wir hatten ja jetzt keine Häuschen bauen müssen, nur die eine Kutsche gekauft. Und die muss jetzt das Geld dann reinfahren. 157.000, das heißt, irgendwo muss ein Zug angekommen sein. Aber nicht der. Und der auch nicht. Das Geld kam woanders weg. So, jetzt kommt der da unten an. 254.000. Das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Ja, ich glaube, wir kriegen es langsam ans Rennen, ne? Kann das sein? Ich würde sagen, wir machen aber erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.